Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K18. Ja, in der letzten Folge sind wir jetzt nicht ganz so weit gekommen, dadurch, dass wir nur ein Match gegen die Lakers gespielt haben. Hat aber trotzdem Bock gemacht. Natürlich wird in dieser Folge zumindest hier im Kalender wieder mehr passieren. Mal schauen, was auf uns zukommt. Wir checken erstmal die sozialen Medien ab. Jakar Sampson ist süchtig nach Ski und Hims zarten Coversongs. Fällt voraussichtlich 1 bis 2 Wochen aus. Okay, sollte es diese Band geben? Ich kenne sie nicht. Tim Frazier hat vergessen, die Salzbrezeltüte in einem Clip zu verschließen. Jetzt sind sie weich, wird gegen die Rockets voraussichtlich spielen. Mir hat jemand letztens geschrieben, dass es diese Seite NBA Injury Report tatsächlich gibt. Ich werde mir die jetzt mal ganz kurz raussuchen, bevor ich das wieder vergesse. Ah ja, ich glaube, ich hab's. 27.000,2 Follower, 4.900 Tweets. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Mal schauen, was da gerade eben drin steht. Okay. Ach, der ganz oben ist angeheftet von 2014. Ich habe mir gerade eben schon gedacht. Jonathan Isaac, Headphone Jack on phone, won't hold headphones anymore. The shit keeps popping out. Will not play in Friday game against the Warriors. Okay, also diese Seite gibt es wirklich tatsächlich und hat genau diesen Humor in Anführungsstrichen, die man auch hier sieht. Auf jeden Fall mal einen Follow rausgehauen. Jaylen mit 28 Punkten ganz vorne dabei, um die Nets zum Sieg über die Heat zu führen. Dion Waiters will gegen die Hornets trotz Verletzung geprelltes Brustbein spielen. Kann ich nicht beurteilen. Geprelltes Brustbein hatte ich noch nicht. Gibt's Gerüchte. Die Wizards sondieren das Interesse der anderen Teams an Otto Porter. Alles ist möglich. Die Hornets bieten Jordan Clarkson verschiedenen Teams an. Wir äußern uns grundsätzlich nicht zu... Ja, okay, die Hornets. Die Timberwolves strecken ihre Fühler aus, um jemanden zu finden, der an Shabazz Muhammad interessiert ist. Also jetzt keiner der absoluten Superstars hier. Gut. Coaching haben wir jetzt momentan natürlich ein klein wenig die A-Karte, dadurch, dass Dennis Smith Jr. und Paul George verletzt sind. Aber ich glaube, trotz allem haben wir mit McConnell, Curry, Shepard, Mike Miss und White sind immer noch ein Team, das eigentlich, ja, gegen die Hornets gewinnen könnte, sollte, müsste. Jetzt kommt wahrscheinlich... Achso, okay. Bericht über die Talente. Ja, die Begeisterung, als ich geäußert habe, dass ich mir eventuell Ayton holen möchte, die war... doch überraschend sehr krass. Also sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Wie wir das Ganze angehen und machen werden, ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall wird es durchaus ein Thema sein. Denn meiner Meinung nach wäre es der Spieler, der uns am meisten bringt. 2,13 groß. Der ist denn der größte eigentlich im Draft? 2,21. Wer ist der schwerste? Timmy Brooks. Sieht eigentlich auch ganz cool aus. Was ist hier? Gelistete Spannweite. Ah, okay. Auch Oscar Baumann. Das heißt, die größte Spannweite am größten muss aber halt nichts heißen. Wer ist am jüngsten? Mohamed Bamba. Und Ayton kommt direkt dahinter. Ja, okay, wir haben natürlich auch noch nicht alle zu 100% gescoutet. Wobei, ich glaube, das Alter selber muss man gar nicht scouten. Paul George hat sich komplett erholt. Wisst ihr was? Ich lasse ihn trotzdem für das eine Spiel jetzt mal draußen. Ich will einfach mal sehen, was die 5 reißen ohne Paul George. Also gegen Clarkson, Monk, Batum, McAdoo, Petrovic, Kaminski. Ich sag ja, müssten wir eigentlich schaffen. Ja, das sieht doch gut aus. Ein klarer Blowout.
Malcolm ist mit einem schönen Double-Double und mit einer guten Wurfquote. Shepard dahinter mit einer sehr geilen und ausgeglichenen Statline. 17, 6, 5, 4, 6. Er ist sich treu geblieben. Bei den Turnover hat er gedacht, komm, da hau ich jetzt auch nochmal einen raus. Ansonsten war das gar nicht so überragend. Ja, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Leute, die doppelt scoren und 2, die knapp dran sind. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Ja. Das hat sich natürlich jetzt hier mega gelohnt, diese Änderung. Aber egal. Hat Paul George auch mal ein kleines Päuschen bekommen. Dann kann ich hier die Minuten wieder ein bisschen wegnehmen. Ja. Dann gegen die Timberwolves. Was, der Sieg heute Abend ist der 10. Sieg in Folge. Legt euch ins Zeug, Fans. Wir wollen euch im nächsten Spiel hören. Tun wir's. Können wir auch mal reinschauen. Besonders wenn ich auch mal wieder eine Pause gemacht habe, dann bin ich da auch mal wieder up to date. Oh, okay. Golden State hängt uns am Bobbes. Dahinter die Rockets, Minnesota, die Nuggets, Oklahoma, die Lakers und die Spurs. Es ist übrigens, ich finde es absolut faszinierend, wie die Spurs spielen ohne Kawhi Leonard. Popovic ist für mich der absolute Master Chief. Es ist, ja, keine Ahnung, ich habe so einen wahnsinnigen Respekt vor diesem Mann. Dann die Cavs auf der anderen Seite sind sowas von dominant, aber wenn man natürlich LeBron James und Baldwin in einem Team hat, dann sollte man das auch sein. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob wir uns auf der Point Guard Position, was sich da anbieten würde. Also jetzt in der nächsten Saison, nicht jetzt. Ah ja, hier waren zukünftige Free Agents, oder? Ne, noch eins weiter rüber. LeBron James. Thomas. Thomas ist halt einfach so klein. Kyrie wäre natürlich schon... war schon krass. Wäre auf jeden Fall echt krass. Aber was noch viel krass ist, dass Lonzo Ball hier mit 21 Jahren schon bei einer 87 steht. Das ist halt auch echt abartig. Walker. Es ist durchaus eine Option. Es ist durchaus eine Option, dass wir uns auch auf dieser Position einen Spieler holen. Aber abwarten. Wir haben schon so oft Sachen geplant im Kopf gehabt und dann hat es sowieso nicht funktioniert. Schauen wir, wer bei den Timberwolves spielt. Butler, Wiggins, Towns. Okay, also das sieht auf jeden Fall nach Top-Aufstellung aus. Dann wird das auf jeden Fall ein Prüfstein. Besonders unterm Korb. Oh, eng, eng, eng. Alter, 102 zu 103. Eine Minute 13. Das sind ja die Dinger, die wir lieben. Beziehungsweise ich liebe die selber auch. Diese Crunch-Time-Games. Wobei, es ist immer schwierig, dann da einfach direkt reinzukommen und den Fluss des Spiels gleich aufzunehmen. Ich finde es immer leichter, wenn man bereits... was spielen die? Eine Einwurf-Isolation oder wie? Teague. McConnell mit der Defense. Alter.
Okay, der Block, der war ziemlich krass. Scheiße. Nein, ist der frei. Ey, Jungs, Mann, ihr müsst in der Transition halt schon aufpassen, ne? Naja, macht ihn rein. Hält uns im Spiel. Minnesota ist leider schon im Bonus. Das ist zu, selbst wenn er den jetzt nimmt und er macht ihn auch. Jimmy Bucket, Knockout. Da bräuchte ich jetzt das 3-Punkte-Spiel und das 4-Punkte-Spiel. Das habe ich in NBA 2K18 noch nicht einmal geschafft. Nein, verlieren wir. Was ich nicht verstehe... Wir haben es jetzt ein paar von euch schon geschrieben. Ich weiß, dass Paul George manchmal auch ausgefoult war. Warum Paul George in der Crunch-Time so oft draußen sitzt. Aber das hat ja nichts mit den Minuten zu tun. Weil die anderen haben genauso viele Minuten, ne? Und sind auf dem Feld. Oder haben sogar weniger Minuten, ne? Da gibt es doch keine extra Einstellung dafür. Ja, machen wir Spielerverpflichtungen. Hallo, kannst du mal weggehen? Alter. Ja, danke. Minuten. Nein, ich habe hier Harris noch drinnen. Ach so, nee, das stimmt schon. Dennis Smith Jr. ist ja noch verletzt. Aber Harris braucht nicht so viele Minuten, ne? Ey, Paul George, muss ich jetzt echt mal seine 39 Minuten reinklatschen? Das kann ja nicht sein. Okay. Hat er es jetzt übernommen? Ja. Schauen wir mal ganz kurz rüber. Gibt es da irgendwie... Es gibt keinen Punkt für die Crunch-Time. Ja. Auf jeden Fall blöd. Mit Paul George auf dem Feld direkt hätten wir vielleicht bessere Chancen gehabt. Weil Paul George selber halt unglaublich variabel ist. Da kannst du einen Dreier nehmen, einen Drive nehmen, einen ganz normalen Jumpshot, einen Fadeaway, alles mögliche. Shepard jetzt erstmal mit 30, George mit 17, 7, 3. Malkmus mit 14, 9, 3. Shepard mit 6 Turnover, das ist anscheinend irgendwie so sein Ding. Ja, aber solange er solche Zahlen auflegt, ist es okay. John Wall mit 24, Beal, Delaney, Morris mit 10. Bin ich eigentlich der Einzige, der so ein bisschen von den Wizards enttäuscht ist in dieser Saison? Ich weiß nicht, also vor der Saison hatten ja unter anderem John Wall und, John Wall so mit unter anderem, sehr, sehr große Töne verlauten lassen. Und jetzt momentan, ich schau mal ganz kurz nach, wie die stehen. Eastern Conference. Ich weiß es nämlich gar nicht auswendig. Ja, genau. Ich habe nur gewusst, dass die nicht gut stehen. Auf der 7. Hinter den Bucks, hinter den 76ers, hinter den Pistons. Ich glaube, man konnte natürlich jetzt nicht erwarten, dass die Pistons so abgehen, dass die 76ers sich doch dann gleich so gut reinfinden. Ich meine, ruhig Blut, es sind jetzt gerade eben mal so 20 Spiele, hat jetzt glaube ich mittlerweile jeder gespielt. Also noch sehr, sehr viel vor der Brust. Aber die Wizards, also hauen mich jetzt nicht vom Hocker, wenn ich ehrlich bin. Die Knicks sind direkt dahinter mit 11-10, haben sogar ein Spiel weniger. Kannst du mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich das als Einziger so empfinde oder ob du auch sagst, nee, also
Habe ich jetzt eigentlich auch gedacht, dass von diesen Wizards, und die haben ja auch ein gutes Team, also die Starting Five, ich bitte euch. Also Dennis Smith Jr. hat sich erholt. Und kriegt jetzt von mir mal die Chance. Ach ja, weil ich es gerade eben sehe. So oft wurde mir das jetzt schon in die Kommentare geschrieben. Und ich habe aber nie hier im Let's Play selber geantwortet. Ich weiß, dass wenn die Spieler diese Akkuanzeige haben, dass das am nächsten Tag schon wieder weg sein kann. Trotz allem ist es ja ein Indiz für die Erschöpfungsanzeige, die man ja echt nur sieht, wenn ich selber reingehe ins Training, Spielertraining, und dann gehe ich hier quasi auf hier. Dann sieht man die Saisonerschöpfung. Deswegen nehme ich den Spieler auch immer raus. Ich weiß, dass die Spieler, wenn ich dann eins weitergehen würde, dass es dann schon wieder ganz anders aussieht. Ich wollte da jetzt einfach nur mal darauf antworten. Ich lasse ihn dann lieber ein Spiel draußen. Dann ist die Saisonerschöpfung einfach wieder ein bisschen geringer. Easy. Aber dadurch, dass ich das jetzt tatsächlich sehr, sehr oft gelesen habe, habe ich gedacht, jetzt gerade eben muss ich da mal drauf antworten, ne? Dann James Harden, momentan, was meinst du, MVP-Kandidat Nummer 1? Oder doch jemand anders? Doch LeBron James oder Antetokounmpo oder Kyrie? Stephen? Jetzt habe ich eine Diskussion angezettelt. Darüber kann man nämlich wirklich diskutieren. Ah, wir führen. Ja. Hätte ich jetzt auch reingehen können, aber da habe ich mir gedacht, die Jungs werden das alleine schaffen. Shepard mit 24, 3, 3 und nur 2 Turnover. Das sieht ja schon mal besser aus. Leider nur 2 von 7. Malkmus mit 23, 8, 1. Zubac mit 18, 2, 0, 1, 1. George mit einem Double-Double. Auf der anderen Seite McGee mit 19, Harden. Ja, Harden wäre natürlich als Spieler auch absolut geil, aber ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen. Das wird ganz, ganz schwierig zu realisieren. Da müssten wir dann tatsächlich schon Paul George hergeben. Ja, wobei Shepard auf der 3, James Harden auf der 2, Kyrie auf der 1. Ja, Träumerei. Sollten wir das schaffen, das wäre dann schon ein bisschen sehr krass. Gegen die Pelicans. Oh, ist ehrlich, warum ist das so eng, Mann? Na, sie schaukelt nach Hause. Sehr gut. Seth mit 23, George mit 20. Dann Zubac. Haben wir uns jetzt eigentlich darauf geeinigt, wie wir ihn aussprechen? Nein, immer noch nicht, oder? Es gibt immer noch 3 Varianten, ne? Malkmus 14, 12, 1. Holmes 8, 1, 2. Klingt wie ein Notruf, ein falscher. 8, 1, 2. Okay, die Warriors haben 14 Spiele in Folge gewonnen und ein Ende ist nicht in Sicht. Die Warriors dominieren weiter die Liga und holen den 14. Sieg in Serie, die beste Show in der Stadt. Gott sei Dank gewinnen wir momentan auch fast so gut wie alles. Und jetzt geht es dann auch noch demnächst gegen Golden State. Jetzt, wo die Rockets offiziell ein Playoff-Team sind, stellt sich die Frage, wie weit können sie es bringen? Ja, kann Houston tatsächlich mal den großen Coup schaffen, es in die Conference Finals schaffen und da auch bestehen? Ich glaub's nicht. Also vielleicht Conference Finals, ja, aber dann bestehen dort, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, Golden State, je nachdem, ja, wie dann auch die Konstellation sein mag. Schwierig. Gegen die 76ers. Ja, bei denen läuft's. Also ich glaube nicht, dass Philly erwartet hat und auch die Fans in Philadelphia, dass es wirklich schon in der ersten Saison so gut läuft. Dann auch noch ohne Fultz. Ich meine, Simmons und Embiid spielen natürlich auch sehr, sehr stark. Ich weiß, dass Embiid eine wahnsinnig große Klappe hat. Ich mag ihn trotzdem. Er ist jung.
er lässt sich nichts gefallen. Natürlich hier und da ein bisschen Cooldown wäre sicherlich eine Option. Aber in dieser NBA, solange er nicht übertreibt, ist es okay. Natürlich, wenn man sagt, ich bin der beste Verteidiger in der NBA, dann finden das natürlich nicht alle geil und sagen, ja, Joel, du hast definitiv recht, du bist der beste Verteidiger in der NBA. Da wollen dann andere Leute auch ein Wörtchen mitreden. Wobei momentan ist es schwierig. Wer ist denn der beste Verteidiger momentan in der NBA? Gobert ist momentan, glaube ich, ja raus, oder? Wenn ich da nicht ganz falsch informiert bin. Das habe ich zumindest letztens, hat mir das irgendjemand erzählt. Ich verfolge die Spiele der Jazz nicht. Aber ich kann auch ganz locker nachschauen. Ja, das ist richtig. Rudy hat in den letzten Spielen nicht mitgespielt. Aber was hat er? Sieht er mal, das ist total an mir vorbeigegangen. Weil hier steht bloß, dass Rudy Gobert eventuell schneller zurückkehrt als erwartet. Ja, also auf jeden Fall ein Kandidat. Kawhi Leonard ist auch verletzt. Draymond. Ja, denke ich, ist immer irgendwie ein Kandidat, auch wenn er natürlich auf seine Art und Weise natürlich auch polarisiert. Aber vielleicht gibt es auch so einen Spieler, der total bei mir jetzt im Kopf untergeht. Das sieht sehr eng aus. Kommt schon, haut euch rein. Whiteside, aber Whiteside ist so ein Kandidat, der hat, obwohl er relativ stark ist, ein ziemlich mieses Rating, wenn er auf dem Feld ist. Ich glaube, in der letzten Saison war das so, dass Whiteside mit seinen persönlichen Statistiken tatsächlich über die ein oder andere Teamstatistik hinweggedrückt hat. Bei den Celtics ist Jaylen Brown nicht momentan ziemlich krass unterwegs. Ja, also lass mich nicht dumm. Schön. Lass mich nicht dumm sterben. Schau's mir in die Kommentare. Wer ist momentan der Defense Player der NBA? Und nach wie vor die Frage: Wann wird Leonard zurückkehren? Wann gibt er sein Comeback? Ja. Den gegen uns hätte er sich jetzt trotzdem sparen können. Mike Miss. Foul. Was natürlich echt besorgniserregend ist, wenn ein Popovic sagt, er hat sowas selbst auch noch nie erlebt und noch nie gesehen, was die Verletzung von Leonard angeht. Das sind eigentlich die schlimmsten Worte, die man vom Coach überhaupt nur hören kann. Ach übrigens, das ist nicht mehr die Verletzung von Zaza Pachulia, weil da letztens jemand mir geschrieben hat, Leonard war zwischenzeitlich schon wieder voll mit im Training dabei. Das ist nicht mehr die Verletzung aus dem Duell. Also da muss ich Golden State in Schutz nehmen. Und Dennis Smith Jr. kann mich vom Scoring her einfach nach wie vor nicht überzeugen. Schiri, es wäre geil, wenn du mir den Ball vielleicht mal geben magst. Es gibt nämlich auch sowas wie einen Wurf. Ey, schaut euch das an. Oh, ey, ohne Scheiß. Wenn ich in der echten NBA, wenn das so passieren würde, ich würde hingehen und sagen, Alter, Junge, noch alles okay bei dir? Er kommt gleich ejected. 40 Sekunden noch. Komm, Defense, Defense, Defense. Die Defense ist, ich wollte gerade sagen, die ist so krass. Ja, Mann!
Dennis Smith Jr., so will ich dich sehen, mein Freund, und nicht anders. Mann, 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 ey. Schönes Ding. 24 Sekunden, ne? 24,5 Sekunden und 24 Sekunden Shot Clock. Das heißt, wird ein Glatsch-Play geben. Habe ich. Ja. Und das war wohl der... Also ich glaube, Popovic würde ihn echt einfach nur komplett eskalieren. Alter, Popovic hat hier einen Bart wie der Weihnachtsmann. Wollen die nicht natzen, ne? So krass ist der Bart von Popovic dann auch nicht. Ja. Drei Punkte. Es ist nach wie vor trotzdem nur ein Dreier. Schöne Defense. Alter, der macht ja nicht wirklich rein. Alles klar, jetzt kommt das nächste Foul. Und der fällt. Und der fällt auch. Keine Auszeit mehr, der Spurs. Die letzte, die sie nehmen können. Jetzt wieder schön zustellen. War klar, dass es über Leonard geht. Defense ist da, Defense ist da. Hört uns. Ja. Es wird nochmal gefoult, aber wenn wir da jetzt nur einen reinmachen, dann ist Schicht im Schacht. Und so ist es auch. ...80-85, keine Auszeit mehr. Da hilft jetzt nicht mal mehr ein 4-Point-Play. Da würde jetzt nur noch absolute Dummheit von uns helfen. Nein. Leonard macht die nicht rein. Der fällt auch nicht. Wir gewinnen das Texas-Duell mit 80-85. Und Leonard hat sich in diesem Spiel verletzt. Welcher Spieler wäre für dich schlimm, wenn er sich verletzen würde? Wo du sagst, Mann, wenn der jetzt 30, 40 Spiele ausfällt und ich kann ihm nicht zusehen, das würde mich richtig ankotzen, ne? Schreib's mir gerne. Egal welcher Spieler, ob Kyrie, Stephen, keine Ahnung, Whiteside, Paul George, Harden, Antetokounmpo, LeBron James oder vielleicht auch irgendjemand ganz anderes, so wie, ich weiß nicht, Joel oder Jason Tatum. Also natürlich typisches Spurs-Basketball mit 14, 14, 11, 11, 10. Aber es hat nicht gereicht, auch wenn es sehr, sehr eng war und Paul George nicht so mega geil getroffen hat. Oh, eine Pressekonferenz. Ja, was ist denn? Die Fans trauen die Braten nicht. Wir beweisen ihnen das Gegenteil. Wir müssen wohl einfach rausgehen und ihnen zeigen, dass sie sich irren, um ihre Loyalität und ihren Respekt zu verdienen. Und das kommt natürlich bei allen gut an. Ja, so muss das sein. Also, ihr Lieben, ich freue mich auf die nächste Folge, denn das Match gegen die Golden State Warriors wird vielleicht... Ja, das heißt, vielleicht, es wird wieder ein Spiel, was wir von Anfang an zocken werden. Ich werde es aber versuchen, so zu machen, dass es nicht die ganze Folge in Anspruch nimmt. Da geht es dann unter anderem auch tatsächlich um den ersten Platz in der Conference. Man sieht das hier. 54-18, 52-18, also ein Spiel, was wir gewinnen sollten, wenn wir auf der 1 bleiben wollen. Ich sage wieder vielen Dank fürs Reingucken und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, dein Max. Ciao.